mache ich erstmal den, den, den. Brauchen wir später noch. Kies brauche ich nicht. Was passiert denn eigentlich, wenn man so ein verrottetes Fleisch in den Ofen schmeißt? Das weiß ich nicht. Verrottetes Fleisch in den Ofen habe ich noch nie probiert, keine Ahnung. Ich lese gerade, kann man essen, aber macht mich krank. Also nee, aber wenn du es im Ofen schmeißt, weiß ich es nicht. Ich probiere das jetzt mal aus. Ne, passiert nichts. So, ich bin mal schnell auf dem Weg. Alles klar. Ich weiß aber nicht, wo es ist, deshalb kann es ein bisschen länger dauern. Überleg dir schon mal, was wir für einen Boden unten reinsetzen. Dark Oak sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Ja. Einfach, ich weiß nicht, wo die Dunkelbäume. Können wir machen. Was hier? Machen. Das Problem ist, ich weiß einfach nicht, wie Dark Oak in dieser Struktur aussieht. Würde mir das Fenster zu, wenn ich es jetzt natürlich gleich finde. Jawohl. Okay. Ich hab's direkt gefunden. Ich würde mal sagen, du hast es gefunden. Mir schnell helfen mit abbauen, wenn du möchtest. Ja, ich komm sofort, ich komm sofort. Weißt du, wo ich das ist? Ich hab grad noch ein Schwein gekillt, dass ich ein bisschen Nahrung endlich mal wieder hab. Das lief gerade so schön auf dem Baum. Da dachte ich, ach komm. Das Schwein oder was? Ein Schwein, ja. Du kannst das Spider-Schwein noch essen. Spider-Schwein? Spider-Schwein. Oh, Gott sei Dank ist die Dunkeleiche, ja. Weil normalerweise musst du da mal ein bisschen suchen, ehe du die Dinger findest. Okay. Ja, ich wollte jetzt eben mal die Treppen nach da oder nach oben setzen. Ich jetzt fail von mir. Ja, warte, mach du da vorne weiter. Ich mach das schon hier. Jetzt gleich geht meine Axt kaputt. Warum wusste ich das? Was? Ah, ich habe vergessen, Eisen mitzunehmen. Ach, ehrlich. Ah, einen Stein habe ich auch rausgetan. Ah, ich bin so ein Pfosten. Jetzt nicht hier ist kein. Wieso ist denn jetzt hier auf einmal alles Erde? Das war jetzt eine blöde kurze Frage. Willst du den. Die Zwischendecke an den Eichenstamm quasi dran setzen? Wie die Zwischendecke an den Eichenstamm? Du machst ja, ja im Endeffekt, du gräbst ja unten die Erde weg und dann. Siehst du ja eh nicht. Nein, ich meine oben. Oder willst du bloß einstöckig? Ich würde Half-Slabs nehmen. Wir machen Half-Slabs und machen noch eine zweite Etage drauf. Weißt du, wie ich das meine, Nigga? Nee. Also quasi, mach mal eine Etage. Was willst du denn für Dings nehmen überhaupt? Für. Oh, ich habe Eisen gefunden. Was? Sehr glücklich. Nee, was willst du denn für einen Boden nehmen? Frag mal so. Bei Birke auch, aber. Nee, das ist kacke, weil wenn du den Boden auch noch so hast, das sticht sich, also das. Ich finde, das sieht blöd aus. Ja, du siehst es ja von außen nicht. Ja, aber von innen. Siehst du doch, dass ich das mit der okay. Mit der Wand. Ich teste gerade mal was. Ich hätte vielleicht sogar Dark Oak genommen. Weil das sticht schön ab. Als Boden vielleicht. Ja, ich guck mal, wie normale Eiche aussieht. Also Eichenbretter, weißt du?
Könnte man auch noch nehmen. Die sind ein Ticken dunkler als Buche. Ja, guck dir gleich mal Dark Oak an, dann weißt du, was ich meine. Das sieht auch, ich finde Dark Oak halt richtig schön, also benutze das auch viel. Ich komme mal zu dich. Epic Fail. Wo ist er? Wo ist er? Dum 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 dum. Das Schöne ist, dass wir da so hoch in die Luft gebaut haben, dann erkenne ich, weiß ich, wo ich hin muss wieder. Also. Da ist er. Ach hier, das hier. Das ist Dark Die Oak, dicken ja. Bäume hier. Das Ich muss ist hier Dark schnell was Oak. abbauen. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem im Haus mit dieser Wendeltreppe. Weil ich Ja. nicht wusste, wie genau ich die Geht ruhig weiter. jetzt am besten setzen soll. Aber guck das mal an, ich hatte da schon mal was gemacht. Dann, also wenn du dann Kannst auch mit wieder hin Half-Slabs bist. bauen, ne? Also du kannst Treppen ja nicht nur mit Stufen bauen. Vielleicht zeigt er das Ja, gleich weil mal. die eine Stufe quasi, die verdeckt ein Feld vom Glas. Deswegen Nee, das ist nicht gut. bisschen. Warte, ich guck gleich mal. Mach nur noch, bis meine Steinspitzhacke kaputt ist und dann. Du wirst quasi als Zwischendecke zum ersten Stock Dunkeleiche nehmen und Fußboden auch. So. Also ich würde den Fußboden schon nehmen, weil im Endeffekt sticht es raus. Vielleicht würde ich sogar Dings als dunkle Eiche nehmen. Mal gucken. Die Außenbalken, weißt Okay. Und dann Fußboden Eiche normal. du? Nö. Eigentlich rustikal. Ja, warte, wir gucken gleich mal. Ja, wir können da ein bisschen rum experimentieren. Wir sind ja noch ein bisschen hier. Wieder zurück. Wo bist du? Ist halt immer schlimm, weil wir nehmen ja ja. meistens so viele Leute nochmal zur Erklärung, die das jetzt nicht wissen, warum manchmal wir gehen und so. Wir haben wir arbeiten zusammen und haben uns dann halt entschlossen, jetzt nach der Arbeit sozusagen dann die Let's Plays aufzunehmen. Im Endeffekt sind wir halt beide eigentlich Ja. schon ein bisschen kaputt. Ja, genau. Weil ich das euch wundert, warum wir manchmal gehen oder so, aber das ist anderen leider nicht machbar. Ja, ich versuche schon immer, dass mein Mic zu muten, dass das nicht ganz so scheiße rüberkommt, so, guck mal, wie langweilig oder so. Nein, wir sind halt einfach echt, Kaputt. sagen so ein bisschen Arsch ab. So, da müssen wir erst. Ach, Das sieht gar nicht bist du mal. schon im Haus hinten? Ja, das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Warte mal. Ach, scheiße, ich brauche mehr Türen. Sind aber auch fette Bäume, Alter, ey. So, jetzt müsst ihr es dir mal angucken. Und halt die Türen, die passen halt hier rein. Normal. Ich komme sofort. Das ist die Frage, Da wenn wir ist das das. die zweite Hacke auch im Arsch. Im Arsch? Oder was? Ja. Ja, ich habe zwei Ja, Haken jetzt verballert.
Du hast noch ein bisschen so, brauchst du noch ein bisschen nicht so, so Schimpfwörter zu sagen oder verdammt der Zeit. Ja, ich versuche mich zu beherrschen. In humanen Grenzen zu halten mit meiner Ausdrucksweise. Das überhaupt. Ach, guck mal an! Da hat der gute Micha Lehm weggebaut. Lehm? Ja, ich habe Lehm gefunden. Okay. Doch. Ich habe einfach bloß Erde drauf gesetzt. Ja, und da ist Lehm drin. Ah. Coolio. Ja, also hier. Hier hast du es gesehen mit der Treppe? Ja, sieht scheiße aus. Ja, ne, es ist. Ich zeig dir mal Dark Oak. Bist du? Ja, hab ich gerade gesehen, die Türen, ne? Hm. Find die halt unnormal passend eigentlich so. Und das ist halt das Holz dazu. Und das passt halt auch eigentlich auch richtig hier rein. Guck mal. Sehr geil aus. Ich finde, das passt halt. Und das dann auch als. Und das dann auch. Als Deckenboden um dazwischen. Als Deckenboden, genau. Als. Aber da würde ich Half Slabs nehmen, dann sieht das nicht so gedrückt aus. Wenn es die hier schon gibt. Okay. Ich hoffe. Ah, hier haben wir doch welche. Ja, die gleich mal. Ich wollte eigentlich Druckplatten machen. Ich wollte ja noch zwei Druckplatten machen. Wo waren die denn nochmal? Druckplatten. Sind bestimmt bei Mechaniken, genau. Aber sag nicht, es gibt keine. Ey, wieso gibt's denn keine farblichen? Das ist jetzt Mist. Ach komm schon, ey. Treppe geht mir gerade ein bisschen auf. Oh, ich wollte doch gerade mir eine Schaufel bauen. Oh, wir müssen unbedingt das ganze Zeug reinsetzen. So, das ist einfach. Der sieht auch wie meine beiden Hunde reagieren und die Spinne einfach mal killen. Weil ich angegriffen wurde. So, das war das. Andi, was hältst du? Das ist bloß ein blöder Vorschlag. Keine blöden Vorschläge. Hier, wo ich die Treppe hinsetzen will. Hm? Ne? Da haben wir doch diese zwei Doppelfenster gemacht. Diese schmalen. Wenn wir doch bloß eins machen. Ups. Ist es nicht. Ich würde die Treppe gar nicht so irgendwie so nicht machen. Ich würde aber auch eine zweibreite Treppe eigentlich bauen. Wenn jetzt hier eine zweibreite Treppe. Die hier stört mich. Das da. Das ist halt genau auf dem oberen Fenster. Warum setzen die Treppe dann nicht einen weiter hinter? Warum setzen die Treppe nicht einer weiter hinter? Dann passt das. Kann ich auch. Warte, wenn du. Ich meine hier, dass du jetzt hier, guck mal, ich hab jetzt hier. Ja, warte. Oh. Ach, nicht schon wieder. Du sollst mich nicht hauen. Ist ich wieder tot? Ja. Er haut mich immer. Falscher Knopf. Warum? Warte. Nein, warte doch mal. Ich wollte gerade was gucken. Also,
Hau ab da jetzt, du blöder Sack. Ja, ist okay, mach komm. Ich hab nichts gemacht, Mensch. Jetzt ist Stein, nee. Ich hasse dich gerade. Ich habe so viele verschiedene Blöcke. Oh Mann. Ich hasse dich gerade. Nee, das Ach, verdammt! Jedes Mal drücke ich auf den falschen Knopf. Ich habe da nichts gemacht diesmal. Nein, alles gut. Ja, Jetzt kannst du und dich dann wieder bin in ich die wieder zurück. Dreiecke setzen. Nö, jetzt bin ich nicht mehr. Ach. Bringst du schon ganz durcheinander, ey. Das passt ja gar nicht. So. Da noch zwei Druckplatten hin und da ist gut, da geht die Scheißtür alleine auf. Was halt Mist ist, ist einfach nur das hier, guck mal. Farbe von den Druckplatten. Kann ich leider nicht in Dark Oak machen. Ja, aber pass auf, Kommt's. es könnten ja auch Fußabstreifer sein. Die Das wäre natürlich die andere Variante. So. Oh, du blöde Treppe, ey. Dass er es dann nie so setzt, wie du das gerade haben willst, ne? Ach ja, das Treppenschema, Guck mal das kenne ich jetzt. schon. Ja, jetzt aber, jetzt passt das. Du kommst hoch, ne? Direkt ist zwar jetzt ein breiter, als ich eigentlich wollte. Aber das Fenster ist nicht mehr verdeckt. Es sitzt genau drüber. Das ist Kacke, weil im Endeffekt, wo willst denn du hin? Ja, ich pass Weil du auf, läufst ja dann im setze ich Endeffekt ihn gegen nämlich den hier. Holz. Wenn du jetzt hier eine Wand hast, dann wie willst du das machen? Dann Nein, müsstest du. nein, pass auf. Quasi, das ist jetzt bloß provisorisch, ne? Du kommst hoch und bist dann direkt hier auf dem Boden. Das anders Verstehst du? machen. Oder. Ja, ich sag ich. Warte mal, lass mich mal ganz kurz überlegen. Alter, Spinne. Schon Half Slabs gemacht. Im Endeffekt soll das ja dann so sein. Guck mal. Du kannst hier, guck mal hier bei mir. Wenn du die obere Hälfte, das ist wie bei Treppen, dann setzt du die hier oben, ne? Bei der anderen setzt du es unten. Guck mal, da kannst du lange gezogene Treppen bauen zum Beispiel. Okay, Zum Beispiel, wenn die ja. hier. Guck mal, da ist jetzt hier zum Beispiel so eine Treppe. Das sind langgezogene Treppen, nennen die sich. Okay. Also steile Treppen, ich mag keine steilen Treppen irgendwie, weil die ist mir zu steil. Dann könntest du jetzt zum Beispiel hier. Okay. Ja, warte, das ist kein Du Problem. kannst ja auch mit den Steinen, geht das ja auch. Zum Beispiel, du könntest jetzt, warte mal. Jetzt hast. Mal gucken. Was laufen die denn? Beispiel so. Weil dann kannst du Aber nämlich jetzt überlegen. dann hängt trotzdem im Fenster drin. Weiß. Wir müssen, da, ne, weißt du, was wir machen müssten? Lass mich mal ganz Wir kurz bitte. müssten. Und dann das Problem ist dann, wenn du so hast, dann hast du die Glasscheibe. Was ist das? Ja, pass auf, ich hätte eine Lösung, aber dann müssten wir ja wieder, müssten wir noch mal ein bisschen umbauen. So, wenn wir jetzt einen Block Kannst du hier gerne machen. Ich leg weiter dann nach. erstmal mein Dings. Ich erstmal meinen Boden Ja, dann. pass auf. Ich mach das. Wir müssten einen Block nach draußen, also einen Block weiter raus. Nochmal. Dann müsste das nämlich. Kannst du gerne machen. Also, ich hätte ja eine zwei Ja, breite Treppe genommen, weißt du, sieht besser aus.
Zum Beispiel, guck mal, wo bist du? Ich kann das jetzt schlecht Ja, erklären, ich bin draußen. dass du zwei bis ran an die Wand machst. Dann hast du hier so eine kleine Plattform. Ne? Dann Ja. machst du. Wir haben das bei uns nämlich in den Turm bei uns gebaut. So, dann gehst du weiter nach links und dann gehst du rum. Das heißt, dass du hier zum Beispiel so eine Treppe hast, dann bist du halt oben. Ich kann ja das ganz schlecht Ja. erklären gerade. Also das hier auch, ne? So halt diese Wendeltreppe, weil ich finde einfach, sie spart in dem Sinne eigentlich Platz. Ja, aber ich finde die nicht schön halt, keine Ahnung. Ich mag die Wendeltreppen hier nicht.